Moin Leute, was geht? Heute mal wieder eine neue Nerdpick-Folge von mir. Ihr habt es natürlich schon im Titel gesehen und auch gerade im Intro. Es geht um Dark und ich habe dafür einen richtig guten Kollegen mitgebracht und zwar den guten Jan. Mahlzeit und moin moin. Sieht er nicht exakt so aus wie in der Serie? Die Locke ist alles perfekt und deshalb dachte ich mir, das passt hier sehr gut. Und wir haben hier unsere erste Location, ich zeige euch das mal ganz kurz. Und zwar haben wir hier so eine Unterführung, es ist hier so eine Unterführung halt. Und das sieht natürlich nicht ganz so aus wie in der Serie, aber wir machen es trotzdem mal hier. Wir haben gleich noch eine zweite Location, die wird auch noch mal ein bisschen anders aussehen. Das sieht auch dann nicht mehr so gerade alles aus. Ich mache jetzt hier erstmal das klassische Foto vom Intro, wo er dann quasi in den Tunnel reingehen möchte. Gleich mache ich noch mal eins, wo ich dann drinnen stehe und nach draußen fotografiere. Und das letzte wird dann noch ein ganz leichtes sein von ihm mit der Maske. Du guckst in den Tunnel rein. Aber so als ob du gerade reingehst. Genau, als ob du da so reingehen würdest. Mal wieder zurück, so ein bisschen zurück wieder. So, alles klar. So ist gut. Genau, den Weg nutzen. Genau, super. Und jetzt. Ja, sehr gut, sehr gut. Super, das reicht schon. Na Jan, alles klar? Alles locker, alles easy. Guck mal, das ist ja nicht so wirklich eine Herausforderung, aber Spaß. Das wird jetzt noch ziemlich easy, ne? Sehr froh, dass es nicht geht. Das ist eine ziemlich einfache Folge. Man kann nicht viel falsch machen. Ich hier gemacht bin, ich merke das. Die Wirbel sieht ja schon wieder ganz anders aus, aber ich kann ja nicht, wenn es schützen ist. Du musst draußen stehen auf alle. Ich glaube, dann machen wir das auf die Seite. Ja. Genau. Ich mache einfach zwei Knoten jetzt hier so rein. So, und jetzt geht's runter. So. Und jetzt guckt ganz knapp an mir vorbei. Also hier so hin. Ja, genau, das ist gut. Guck wieder ein bisschen hoch. Ja, sieht schon nice aus. Das sieht echt nice aus. Wir gehen jetzt zu der nächsten Location, das ist die kleinen Kneter-Steine, so heißt die Location. Das ist 15 Minuten von hier entfernt. Wir haben übrigens auch noch einen ganz schönen Wagen dabei, den zeige ich euch auch nochmal direkt. Ja, da sind wir. Das hier sind schon mal die ersten Steine, aber ich glaube nicht, dass diese gemeint waren. Da müssen wir bestimmt nach da laufen. Gucken wir uns das mal an. Erstmal die Tasche rausholen. So. Let's go. Ich glaube, das ist da schon das Loch oder was? Das ist immer ein Löchchen, Löchlein. Das ist wirklich ein Löchlein. Was ist, ich mir überlege? Na? Ach, dafür habe ich aber leider kein Stativ. Vielleicht mache ich das tatsächlich nicht. Ich könnte es noch auf die Knie gehen und meine Schuhe. Nee, das, was ich mir tatsächlich überlege, ich mache zwei Fotos und ich verkleinere dich einfach. Verstehst du? Ja, schrumpf mich. Und dann bist du halt kleiner. Habe ich mir ein bisschen größer vorgestellt. That's what she said. Ich werde mal reingehen und versuchen, da ein Foto zu machen. Für die Klicks. Ja. Ja, ich werde jetzt hier drinnen mal versuchen, ein schönes Foto zu machen. Ja, ich würde sagen, Jan, positionier dich schon mal. Ja, und jetzt mach mal, guck mal so ein bisschen ängstlicher. Und mach mal die Mütze auf. Ich komme wieder raus. Ach, verdammt.
Ha, so, und jetzt würde ich ganz gerne nochmal einen Trick versuchen. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. Und zwar machen wir jetzt ein Foto von der Höhle alleine und dann nochmal von ihm alleine. Also beziehungsweise eins mit ihm und eins ohne ihn, damit ich ihn danach schrumpfen kann. Mal sehen, ob es klappt. Dazu, da ich jetzt kein Stativ habe, muss ich mir was anderes überlegen. So, okay. Vielleicht kann ich sogar das Foto von vorhin nehmen. Und das mache ich sogar. Ja, das war's jetzt hier von unserem kleinen Dark Shooting. Hier seht ihr nochmal die Höhle. Ist gar nicht mal so groß, wie man vielleicht dachte auf dem Foto. Die Fotos sind, finde ich, ganz cool geworden. Ich habe sie zwar selber noch nicht gesehen, aber ich glaube, die werden richtig cool. Gefühl ist, ich meine, er sieht doch aus wie die Originalfigur aus der Serie. Und ich habe tatsächlich bis jetzt nur die erste Staffel gesehen. Und falls ihr die noch nicht gesehen habt, ja, vielleicht, wenn der Produzent das sieht, dann kann er mich ja als Nachfolger engagieren. Das ist ja vielleicht auch nicht ganz scheiße. Das stimmt. Und ja, danke dir nochmal, dass du mitgemacht hast. Hoffentlich war das nicht zu anstrengend für dich. Nein, ist okay. Kann ich mir auch. Vielen Dank. Sehr schön. Dann Corona-Fäustchen nochmal drauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal und checkt auch die anderen Nerdpick-Folgen aus.